Hallo ihr Lieben, wir sind weiterhin in den königlichen Ruinen zu den letzten Ländern unterwegs, beziehungsweise ja, wir sind nicht zu den letzten Ländern unterwegs, wir wollen ja ein königliches Luftschiff haben. Dazu muss sich Julien hier drin wohl einigen Prüfungen unterziehen. Ich frage mich, wie viele das sein werden. Wir haben zwei schon hinter uns gebracht. Okay, das hier sieht nach der dritten aus. Oh, dujenige von königlichem Blut, höre meine Warnung. Unter denen, die du hierher geführt hast, ist einer alleine, der kein menschliches Blut in sich trägt. Was? Dieses Individuum muss aussortiert und eliminiert werden, bevor es zu spät ist. Oh. Eine seltsame Frage, in der Tat. Als meine Transformation am schlimmsten war, vielleicht während der Konfusion meiner Seele. Die Erinnerungen unserer Reise sind etwas verschwommen und ich erinnere mich an wenig. Aber an eurer Reaktion gemessen, scheint es, dass ihr die Antwort bereits wisst. Ihr wisst bereits, wer unter uns ist, der kein Mensch ist. Bitte, ich möchte, dass ihr eure Gedanken ordnet und über eure Antwort nachdenkt. Lasst unsere Seelen eins sein. Eterna oder wir sind alle Menschen? Sollen wir ehrlich sein oder zu unseren Kameraden stehen? Wir sind alle Menschen. Ich muss nicht mal über meine Antwort nachdenken. Sie sind natürlich alle Menschen. Also ist dies deine Antwort. Traue Lügen nicht in blinder Zuversicht. Die Menschen platzieren ihr Vertrauen nur in die mit wahrer Weisheit. Du musst wieder darüber nachdenken, was dich einen wahren König macht. Oh oh. Mist. Mist? Hat er mich rausgeschmissen? Ja, hier geht's wieder raus. Verdammt! Okay. Aber wir haben hier ja Abkürzungen, okay. Verdammt! Ich will nicht! Jetzt! Okay, Eterna ist kein Mensch, ja gut. Ach Mensch, lass mich. Hi. よし。ここで終わるわけには。行くぜ。あらよっと。はい。へっ。やるぞ。 Jetzt mit höherem Level kann ich besser treffen vielleicht? Keine Ahnung. Nee, sieht nicht so aus. Mist, das geht auch daneben. Dann kann ich mir auch DMP sparen. Komm wieder runter!
los. Mann, triff doch einfach. Menno. Es nervt. Komm da runter. Komm da runter. Geht doch. So, jetzt muss ich hier wieder... Nee. Ich glaube, da muss ich nicht hin. Muss hier hoch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ach, kullert doch woanders hin, ihr blöden Viechers. Oh, gleich vier davon! Hi. Ich hasse diese Viecher. Ich mag euch überhaupt nicht. Das ist nicht gut. Na komm schon. できる。やるぞ. Ich mag euch nicht. やるぞ. Könnt ihr nicht mal treffen? Echt? Oh, der ist ja auch da hochgesprungen. Kein Wunder, ich hab geträumt. やるぞ. Ich treff gar nichts mehr hier. So, die Heilung habe ich gebraucht. So, und du kommst jetzt da runter. Hopp. やるぞ。 Mist, da musste ich gar nicht hin. Verdammt! Vollkommen unnötig. Wo muss ich denn hin? Doch immer den schwarzen Steinen nach. Nein! Ach, Mann. Könntet ihr mal Ethena in Ruhe lassen? やるぞ。ここで終わるわけない。悪い。あ。あらよっと。 Wenn ich wenigstens einen Weg wüsste, wie ich die schneller klein kriege. So vielleicht.
Lass doch mal Etena in Ruhe. War das vielleicht nicht die beste Idee. Ich wollte eigentlich Etena. Naja. Komm da runter. Geht doch. Mann. So, wohin jetzt weiter hier? Sehr gut. So, und jetzt müssen wir Etena quasi verraten. Okay. Hör meine Warnung. Ja, blablub. Das Ganze nochmal. Da ist eine, die kein Menschenblut hat. Okay. Ja, hatten wir schon. Komm. So, Etena. Ich muss Andy nicht dazu bringen, es mir zu sagen. Es ist Etena. Jillian. Selbst wenn ich nicht weiß, wer Etena wirklich ist. Aber nun hat Setzenlas Zauberspruch den Nebel von meiner Seele genommen. Es gibt nicht eine Sache, die ich weiß. Etenas magische Energie ist irgendwie anders. Es ist nicht die eines Menschen. Du hast gut geantwortet. Sobald du dich von ihr freigemacht hast, werde ich dich als wertvoll für den Thron erachten. Was? Ich fürchte, wir wollen Etena nicht loswerden. Du verschwendest deine Zeit. Ich werde sie nicht loswerden. Jeder Versuch, mich davon zu überzeugen, ist nutzlos. Was ist der Grund für deine Antwort? Ich weiß nicht, wer du bist. Aber genau wie du mich davon abgehalten hast, einzutreten, als mich die Transformation in ihren Griffen hatte. Wenn du so überzeugt davon bist, keine Ahnung, bin ich sicher, du hättest genauso mit Etena verfahren. Da du es nicht getan hast, heißt das, du hast beschlossen, dass sie kein Feind ist. Ist das nicht so? Außerdem habe ich mit Etena gekämpft. Sie ist mein Kamerad. Ob sie nun menschlich ist oder nicht, sie bleibt mein Verbündeter. Ich werde niemals mein Schwert gegen einen Verbündeten erheben. Du hast gut geantwortet. Vertrauen ist eine der Qualitäten, die einen König ausmachen. Und sein Vertrauen in andere zu legen, ohne auf das Geburt oder die Linie zu achten, ist ein Zeichen eines wahren Königs. Es ist in einem König, der ohne Vorurteile ist, dass die Menschen in denen die Menschen und der Hofstaat ihr Vertrauen setzen. Schreibt diese Worte in euer Herz und fahrt fort. Immer noch nicht fertig. Ei. Nichts zum Speichern hier?
wäre mal langsam Zeit. Ich habe nämlich wahnsinnigen Schiss, genau, dass ich hier umgehauen werde. Und dann war's das nämlich. Dann kann ich komplett von vorne anfangen und da habe ich keine Lust drauf. Nein! Verdammt! Okay, hier sind auch noch Monster. Und hier ist so ein... Genau, sehr gut. Muss ich das jetzt... Ich schätze, ich muss erstmal wieder hier rum. Ja. Okay. Ah, okay. Mhm. Und dann? Ah, hier. Verstehe. Verstehe. Sehr gut. Hi. Jetzt. やるぞ. Knapp. Owari. Dana. Wo muss ich hin? Nach unten, nach oben. Zur Seite. Verdammt! Mann! やるわね。はい。よし。行くぜ。力を貸すとしよう。はい。へっ。やるぞ。時間が欲しい。先を急ぐ。 Gut, Abkürzung gemacht. Wo lande ich dann? Okay. Keine Ahnung. Oh, wie diejenige von königlichem Blut. Nun lass mich dich meine letzte Frage stellen. Muss ein Königreich einen König haben? Natürlich muss es. Es heißt Königreich. Darüber muss man nicht einmal nachdenken.
Wenn du Nein sagst, wirst du sogar die Existenz der königlichen Familie verneinen. Aber wenn du Ja sagst, wird es aussehen, als wenn du nur versuchst, da einen eigenen Anspruch auf den Thron zu rechtfertigen. Jillian, es gibt keinen Zweifel in meiner Seele. Ob ich nun der Träger der königlichen Blutlinie bin oder ob ich das Mitglied eines einer Händlerfamilie wäre. Kein Zweifel, dass meine Antwort unverändert wäre. Bitte, ich möchte, dass ihr nachdenkt und über eure Antwort nachdenkt. Lasst unsere Seelen eins sein. Okay, braucht ein Königreich einen König? Ja oder nein? Es wäre ja sonst kein Königreich. Dann wäre es eine Demokratie zum Beispiel. Ich sag jetzt einfach mal nein und schließe fest die Augen. Nein, ein Königreich braucht keinen König. Was ist der Grund für deine Antwort? Mit keinem König würden die Menschen trotzdem leben. Aber mit keinem Menschen kann ein König nicht leben. Also ohne Menschen kann ein König nicht leben. Es ist offensichtlich, wer von beiden mehr abhängig ist. Wenn ein Königreich keinen König braucht, zu welchem Ende willst du... Hä? Wie willst du am Ende als Herrscher dein Heimatland aufbauen, wenn es wiederhergestellt ist? Keine Ahnung. Die sprechen so komisch. Das ist ein Widerspruch, ein tiefer Widerspruch. Hast du keinen Hunger auf den Thron? Willst du Kraft? Beleidige mich nicht. Wann habe ich jemals vom Thron gesprochen? Ich zweifelsohne möchte ich mein Heimatland wiederherstellen. Ich möchte ein Ende zu diesem Zeitalter von Furcht und Leid durch die Hand dieser Monster beenden. Vereint unter einem großen, mächtigen Königreich würden die Leute Solidarität empfinden. Dann zusammen würden wir uns gegen die Monster erheben und eingehen in ein Zeitalter des Friedens. Wenn eines Tages dieses Zeitalter des Friedens da ist, sollte ein Herrscher nicht länger nötig sein. Ich würde freiwillig meinen Thron abgeben. Es ist, weil ich für so eine Eventualität vorbereitet bin. Weil ich für so eine Eventualität vorbereitet bin, kann ich sagen, dass ein Königreich keinen König braucht. Du bist wirklich der Nachfolger der Lehren der königlichen Familie. Ich habe keine weiteren Fragen an dich. Gehe weiter und trage dein Herz und erfülle die Aufgaben eines Königs. Oder so. Okay. Luftschiff? Luftschiff! Speichern. Okay. Speichern kann ich hier. Ja, wenn ich hier speichern kann, dann ist ziemlich klar, dass jetzt wahrscheinlich ein Boss kommt. Das heißt, die Zeit ist auch schon soweit. Wir machen Schluss für heute. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. So, allzu weit kann es ja nicht mehr sein, weil wir holen uns das Luftschiff, wir fliegen rüber und dann Ende Banane? Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.